alle kennt ihn. Ich muss ihn nicht großartig ansagen. Martin Hase oder Maha mit der Sprache der Populisten. Und ich sollte euch noch eins sagen. Dieses Mal nicht alles lernen. Das ist die falsche Sprache. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich war das erste Mal ins Französische übersetzt. Das ist schon was Besonderes. Also ich kann auch Französisch, also die Sprache. Ich werde mir das hinterher anhören. Trotzdem vielen Dank dafür. Also finde ich ganz toll. So, ja, es geht um die Sprache der Populisten, insbesondere um das Deutsche. Und ich werde natürlich auch wieder ein paar Videoschnipsel zeigen. Und wenn man da was lernen kann, dann kann man vielleicht was lernen von den Journalisten in den Videoschnipseln, die halt dann doch die Gesprächspartner in Verlegenheit bringen. Und das kann man sich so ein bisschen abgucken, denn es geht vor allen Dingen um seltsame Konzepte. Das ist auch der Gegenstand meines Vortrags. Und wenn man da Fragen stellt auf der Ebene, dann bekommt man doch auch ganz überraschende Antworten. Wenn wir aber über Populisten sprechen, müssen wir natürlich erstmal wissen, was ist überhaupt Populismus? Und da steigen wir gleich mit einem Videoschnipsel ein, was uns einen Eindruck gibt. Und dann versuche ich das auch noch ein bisschen definitorisch zu erfassen. Dieser nette Herr wird uns das jetzt erklären. Meine Kritik ist, dass ihr nicht die Wahrheit sagt. Über Flüchtlinge. Nein, ihr berichtet keine Wahrheit. Seit dem ganzen Drama. Warum sind Sie heute Abend hier? Weil das alles eine Schweinerei ist. Was denn genau? Was denn genau? Dass hier das so ein islamischer Staat werden soll. Und die armen Christen, die dort unten getötet werden, Kopf ab. Weil wenn ihr den Koran kennt, dann wüsstet ihr, dass der Koran ganz schlimm gegen die Christen ist. Sie wissen aber schon, dass ganz viele der Flüchtlinge, gerade aus Syrien und dem Irak, fliehen vor Bomben, vor Fassbomben, vor Folter, vor Vergewaltigung. Warum fliehen die? Die sollen zu Hause bleiben, sollen ihr Land wieder aufbauen. Im Krieg? Wir haben auch Krieg gehabt, sind wir weggelaufen. Wir haben unser Land aufgebaut und sind nicht woanders hingegangen. Und haben gejammert. Leid. Ja. Okay, also wir merken schon so ein bisschen, worum es geht und wie es funktioniert. Also Wahrheit war ein ganz wichtiger Aspekt hier. Wir werden auf das Konzept Wahrheit heute auch noch mal zu sprechen kommen. Es geht um einfache Gewissheiten, die eben als Wahrheiten verkauft werden. Und vor allen Dingen geht es darum, Ängste zu schüren, Dystopien, wie man sagt. Also Flüchtlinge bedrohen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt von Populismus in engerem Sinn. Man kann natürlich Populismus auch weiterfassen. Dann kann man sagen, na ja, gut, Parteien sind immer irgendwie auch populistisch. Aber hier geht es doch um was spezifisch Engeres. Nämlich, es geht hier vor allen Dingen um die Sache mit den einfachen Gewissheiten, Ängste und dann aber einfache Lösungen. Das ging alles los, wir erinnern uns, mit der Euro muss weg. Jetzt heißt es eher Flüchtlinge raus und dann ist alles gut. Aber das kann ja nicht sein. Also es kann eben nicht alles gut werden. Was passiert, wenn der Euro weg ist? Dann gibt es vielleicht noch mehr Probleme. Oder Steuern runter, ist auch so eine einfache Lösung. Oder Merkel muss weg. Merkel muss weg und alles ist gut. Aber wer kommt denn nach Merkel? Seehofer. Gabriel. Von der Leyen, also ja, okay, also das ist immer das Problem. Und es gibt sicherlich noch weitere Dinge. Was hier auffällt, ist, dass immer irgendwas weg muss, am besten auch mit Ausrufungszeichen. Also das Ausrufungszeichen ist ein deutliches Kennzeichen. Es muss was weg und dann ist alles gut. Aber so ist es eben einfach nicht. Insbesondere möchte ich auf Rechtspopulismus hier eingehen und da gibt es auch so drei Kriterien beim Rechtspopulismus. Da geht es oft um das Recht der Mehrheit.
Also das Recht des Stärkeren, die Mehrheit ist stark, die soll durchgesetzt werden. Dann oft die Forderung nach einem starken Staat, Law and Order, also in allen Parteien, die besonders dem Rechtspopulismus zuzuordnen sind. Wir werden noch sehen, das sind vielleicht mehr Parteien, als man denkt. Geht es immer um Law and Order, ganz wichtig. Und es gibt Schuldzuweisungen an eine entspezifizierte Minderheit. Na, was ist eine entspezifizierte Minderheit? Also insbesondere, wir haben es schon gehört in dem Text, ne? Ausländer, die gleichgesetzt werden mit Flüchtlingen, natürlich sind nicht alle Ausländer Flüchtlinge, die werden gleichgesetzt mit Moslems, obwohl auch nicht alle Flüchtlinge Moslems sind, die werden gleichgesetzt mit Islamisten und die werden gleichgesetzt mit Terroristen. Ne? Das ist also die Minderheit, gegen die es geht, also Ausländer am Ende gleich Terroristen. Es gibt da noch so Varianten von Rechtspopulismus. Eine Variante, die so ein bisschen im liberalen oder libertären Raum zu finden ist, da geht es dann nicht so um das Recht der Mehrheit, sondern mehr um das Recht der Leistungsträger. Da wird dann auch nicht immer ein starker Staat gefordert, obwohl Law and Order da auch oft auf der Agenda steht, sondern es soll um Steuersenkungen gehen. Wie man natürlich Steuersenkungen mit Law and Order in Verbindung bringt, ist nicht immer klar. Und da gibt es dann andere entspezifizierte Minderheiten. Was man da so hört aus der liberalen Ecke, ist dann immer so die Transferempfänger. Also ein Vertreter der CDU hat mir im September gesagt, die Beamten sind schuld, weil die alle keine Krankenversicherung zahlen. Komisch, ich bin Beamter und zahle Krankenversicherung. Also sowas hört man da. Dann gibt es noch eine Variante, die manchmal auch als Linkspopulismus bezeichnet wird, aber ich denke, das ist nicht das Konzept, das ist, glaube ich, auch rechts. Da wird dann gesagt, die Mehrheit sind die 99% oder 99,9%. Da wird auch oft nach einem starken Staat gerufen, der das dann regelt. Und die Schuldzuweisung, Schuld sind die 1% oder 0,1%. Also auch eine Minderheit. Und jetzt ist natürlich klar, es gibt natürlich wenig Reiche und viele, die nicht so reich sind. Aber wenn man dann näher nachfragt, wer denn diese 0,1% sind oder 1%, dann hört man dann oft, ja, wir werden das gleich noch hören. Also das fantasiere ich mir nicht zusammen. Wir haben gleich noch einen Originaltext dazu. Ja, das sind die Rothschilds. Und das ist natürlich irgendwie seltsam. Außerdem ist es natürlich so, dass das Finanzsystem durchaus durch mehr Leute getragen wird, die Aktien haben oder die auf eine Rente hoffen, die irgendwo durch Investitionen zustande kommt. Also so einfach ist das nicht, ne, dass alles Geld bei 0,1% ist. Ja, und wenn wir jetzt zur Sprache kommen, dann gibt es so einen Punkt, und das hat auch was mit der Minderheit zu tun, die vor allen Dingen im Fokus steht, so einen Punkt, den wir hier schon mal hatten. Nämlich den Flüchtlingstsunami. Und da sieht man eben Entmenschlichung dadurch, dass eben von einem Tsunami die Rede ist. Das haben wir hier ja schon mal thematisiert. Es gibt dann auch die Variante Flüchtlingslawine, Flüchtlingswelle und Flüchtlingskrise. Und das Interessante ist, je weiter wir runtergehen in dieser Liste, umso mehr Hits findet man, wenn man danach sucht. Und Flüchtlingskrise ist sozusagen das gängige Wort, was wir eben tatsächlich auch in der Presse finden. Und meine Hypothese, die ich dann auch nochmal am Ende aufgreifen werde, ist, dass auf diese Weise natürlich auch die Sprache der Populisten in die allgemeine Sprache eindringt. Denn in Zeitungen, in den Medien hört man immer wieder was von Flüchtlingskrise. Und im Grunde ist Flüchtlingskrise zwar nicht so ein krasser Begriff, also nicht so ein Dysphemismus wie Flüchtlingstsunami, aber immerhin ist es auch etwas, was die Minderheit entmenschlicht und eben dann auch dafür steht, eben die Wirklichkeit in so einer besonderen Weise darzustellen. Was dann endet mit solchen Äußerungen, die ich auch gefunden habe in den Videos, die ich auch gleich noch zeigen werde, dass Leute sagen, wir sind fremd im eigenen Land. Was natürlich paradox ist, denn das eigene Land ist eben gerade das, wo man nicht fremd ist. Also die Definition von fremd passt nicht zu dieser Äußerung. Aber diese Art von Paradoxien, die finden wir halt immer wieder. Und deshalb werden wir uns auch heute ein bisschen mit Semantik beschäftigen, also mit der Bedeutung von Wörtern. Und dann gibt es eine Reihe von Wörtern, die ich als verbogene Wörter bezeichnet habe, weil man sie zunächst mal gar nicht versteht. Und man weiß gar nicht, was soll das sein? Und erst bei einigem Nachdenken oder Nachforschen kommt man drauf, dass das irgendwie was
Sonderbares ist und dann auch im Kontext von Rechtspopulismus steht. Das erste Wort, das mir über den Weg gelaufen ist, ist Ethnopluralismus. Das klingt super, Pluralismus, ganz toll. Ethnopluralismus, ja, was ist damit gemeint? Das ist tatsächlich auch ein Kampfbegriff. Wir werden nachher auch noch weitere solche sehen. Bei dem es darum geht, dass gesagt wird, ja, wir sind ja für Pluralität, aber jede Ethnie, also jeder Volksstamm soll da bleiben, wo er hingehört. Also irgendwie in Afrika am besten. Das ist so das, was sich dahinter verbirgt. Oder ein ganz anderes Wort, was ich auch zunächst nicht verstanden habe, die Bahnhofsklatscher. Da habe ich gedacht, Bahnhofsklatscher, vielleicht irgendwas mit Silvester in Köln oder so. Nein, es ist was anderes. Es gibt eine Variante davon, dann habe ich es dann auch besser verstanden. Die Refugees Welcome Klatscher oder einfach nur Welcome Klatscher. Das sind also diejenigen, die offensichtlich Leute begrüßen, die in Deutschland ankommen. Also wir sehen da so eine schwierige Semantik, die man also erstmal begreifen muss, wenn man nicht zu dieser Filterbubble gehört. Dann gibt es Umdeutungen und das ist halt besonders interessant. Das ist auch die besondere Gefahr bei der ganzen Sache, denn wenn ganz normale Wörter verwendet werden, die plötzlich was anderes bedeuten, dann gibt es natürlich da die Möglichkeit, dass jemand plötzlich überzeugt wird von Argumentationen, weil er sie etwas anders versteht. Eine dieser Umdeutungen, die wir häufig finden, betrifft das Wort Demokratie. Das hört man oft auch in den Videos, die ich noch zeigen werde, Demokratie. Da wird mehr Demokratie gefordert und natürlich sind wir alle für mehr Demokratie. Und wenn man dann aber genau nachhört, was damit gemeint ist, dann wird so ein bisschen Etymologie betrieben. Also der Wortursprung, Demos, das Volk, Kratie, die Volksherrschaft, also mehr Volksherrschaft und wir sind das Volk. Also diejenigen, die sowas sagen, sagen also, wir wollen herrschen, obwohl sie nicht das gesamte Volk sind. Und zur Demokratie gehört eben auch sowas wie Minderheitenschutz. Aber hier geht es dann meistens darum, dass die Mehrheit bestimmen soll. Und das eben auch, äußert sich dann auch in Forderungen nach direkter Demokratie, was eigentlich eine gute Forderung ist, aber es soll eben das Volk entscheiden und nicht irgendeine Elite. Und dabei beruht Demokratie schon darauf, dass Verantwortung delegiert wird und bestimmte Leute anderen gegenüber verantwortlich sind. Der andere umgedeutete Begriff ist Wahrheit. Wir hatten das vorhin schon gehört. Wahrheit, was ist eigentlich hier mit Wahrheit gemeint? Naja, Wahrheit wird verstanden als das, was in der Meinungsdiktatur der Lügenpresse unterdrückt wird. Also es gibt auf der einen Seite die Meinungsdiktatur, die Lügenpresse, und das andere ist die Wahrheit. Als ob genau das, was unterdrückt wird, schon allein per se, dadurch, dass es unterdrückt wird, Wahrheit ist. Die Frage ist, ob es überhaupt unterdrückt wird. Das werden wir dann anders sehen. Also es gibt diesen Gegensatz Wahrheit und Meinungsdiktatur, Lügenpresse. Und auf der anderen Seite die Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit, die man vertreten will, im Gegensatz zu dem Maulkorb und der Zensur, die allenthalben zu finden ist. Also auch Meinungsfreiheit wird umgedeutet in einer bestimmten Weise, dass hier eben die eigene Meinung gemeint ist oder eben die Meinung, die vermeintlich unterdrückt wird. Wir hören uns das mal an. Hier haben wir so eine Argumentation, wieder aus diesem ZDF-Beitrag. Die Presse kann doch hier weg. Deswegen darf er mich schubsen? Nein, das nicht. Das ist nicht in Ordnung. Na, wenigstens die Berichterstattung können Sie sich ersparen, weil die Wahrheit bringen Sie sowieso nicht. Aber wenn wir nicht berichten, heißt es doch auch, wir würden zensieren. Was wollen Sie denn jetzt? Naja, sicherlich wird das zensiert. Wo haben Sie eine objektive Berichterstattung? Was fehlt Ihnen denn? So, und bitte, das war nur, was ich sagen wollte. Na dann, durfte sie ja jetzt auch. Was ist denn die Wahrheit? Ja, aber nicht Ihre. Aber was ist denn Ihre Wahrheit? Nicht Ihre Wahrheit. Wahrheit. Ich weiß gar nicht, was meine ist. Hören Sie hier zu, das ist die Wahrheit. Und nicht, was unsere Politiker hier veranstalten. Das sind auch Politiker. Aber die sind nicht in der Regierung. Und was ist jetzt nochmal Ihre Wahrheit? Das ist nicht Ihre. Hören Sie hier zu, da hören Sie sie. Ich verstehe es nicht, lassen wir es. Ich verstehe es nicht. Ernsthaft, wie könnte denn eine Lösung aussehen? Ja. Also Wahrheit ist eben das, was so irgendwie unterdrückt wird. Man weiß es nicht genau, aber wenn es unterdrückt wird, ist es die Wahrheit.
Also das ist irgendwie das, was hier rauskommt. So ein bisschen erinnert mich das an 1984, wir erinnern uns. Ne? War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. Und Ignorance wird natürlich mit Nichtwissen übersetzt, aber ich denke, hier ist auch wieder Ignoranz gemeint. Ignoranz ist Stärke. Und das ist auch die Überschrift für den nächsten Abschnitt hier. Da sieht man auch wieder solche Verschiebungen in der Bedeutung. Gutmenschen, vor allen Dingen das Gutmenschentum, ist so ein Begriff, der immer auftaucht. Ich habe das hier auch mal rausgesucht aus Google Trends. Da sieht man eben, was Leute bei Google gesucht haben. Und da sieht man in der Tat, Gutmenschen gab es wohl schon, dann nimmt das irgendwie zu. So Ende 2012 und dann gibt es hier die ganzen Ausschläge 2016, wo das Wort Gutmenschen dann eben tatsächlich wichtiger wird. Aber es verändert dabei seine Bedeutung. Denn Gutmensch, eigentlich ist das sowas wie der Naivling, möglicherweise eine Lehnübersetzung aus Französisch Bonhomme, netter Kerl, Bonhomme, sie ist abgeleitet Bonhomie, die Gutmütigkeit. Aber jetzt verschiebt sich das und die Gutmenschen sind die eigentlich Bösen. Das sind irgendwie Böse, wir werden das gleich noch sehen, an Komposita. Gutmenschen sind also plötzlich für die Sprecher des Populistensprechs böse Menschen. Zwar sind sie besonders deshalb böse, weil sie die sogenannte politisch korrekte Sprache benutzen. Auch so ein Feindbild. Politisch korrekte Sprache wird eben hier auch als was sehr Negatives angesehen. Auch im Grunde ein Kampfbegriff. Man ist gegen die politisch korrekte Sprache. Gut ist eben für Rechtspopulisten diejenige Sprache, die nicht politisch korrekt ist. Und man erkennt jetzt, dass eben gerade Gutmenschen was Böses sind an Komposita. Ich habe hier ein paar gefunden, nämlich Toleranzfaschismus, Gutmenschenfaschismus und Sprachfaschismus. Interessant ist dabei, dass ich den Beleg Toleranzfaschismus nur mit 2L gefunden habe. Ja. Ich bin gefragt worden vor einiger Zeit von einer Journalistin, wie man eigentlich Fake News erkennt. Und ich habe gesagt, naja, wenigstens die Rechtschreibfehler sind ein guter Hinweis. Was nicht heißen soll, dass News ohne Rechtschreibfehler keine Fake News ist. Aber wenn Rechtschreibfehler drin sind, dann muss man sich schon fragen, ob das wirklich alles so ist, wie es dargestellt wird. Das liegt jetzt nicht, also ich will jetzt nicht auf Leute, ich will jetzt nicht Leute bashen mit Rechtschreibschwächen. Ich selber habe ja auch eine gewisse Neigung dazu. Aber was man da macht, ist, also wenn man eine Rechtschreibschwäche hat, ist seine Texte durch andere lesen zu lassen. Und wenn eine Nachricht eine richtige Nachricht ist, haben die bestimmt auch viele Leute angeschaut. Und dann gibt's halt nicht mehr so viel Rechtschreibfehler. Also von daher kann man an der Zahl der Rechtschreibfehler schon erkennen, dass etwas nicht stimmt oder eine Einzelposition darstellt. Ja, weiter darauf eingehen, was es zu bekämpfen gilt, dann ist es das sogenannte Gender Mainstreaming. Gender Mainstreaming wird auch als etwas Negatives umgedeutet. Also Gender Mainstreaming, damit ist ja eigentlich gemeint, ursprünglich die Möglichkeit, dass eben Geschlecht, was weniger sichtbar ist, sichtbar gemacht wird, also in den Mainstream reinkommt. Aber hier ist irgendwie was sonderbar Negatives gemeint. Und deshalb finden wir für Gender Mainstreaming auch Ersatzwörter, nämlich Gender-Ideologie sehr häufig, Genderismus sogar, Gender-Wahn oder Gender-Wahnsinn und Gender-Faschismus, wieder der Faschismus. Das sind wir schnell dabei. Und jetzt denkt man sich, naja, was wird da gemeint sein mit Genderfaschismus, dass irgendwie ein Geschlecht das andere unterdrückt oder so? Nein, es geht hier um Sprache. Und wir hatten vorhin auch das mit dem Sprachfaschismus. Also unter Genderfaschismus wird vor allen Dingen verstanden, dass irgendwie tatsächlich, wie beim Gender Mainstreaming gefordert, die Mehrgeschlechtlichkeit eben sichtbar gemacht wird in der Sprache. Das wird eben als bekämpfenswert angesehen und als Faschismus angesehen. Im gleichen Bereich ein anderer Begriff, der auftaucht, die sogenannte Frühsexualisierung. Na, interessant ist vor allen Dingen, dass das Wort Sexualisierung kaum zu finden ist, aber Frühsexualisierung. Offensichtlich gibt es Sexualisierung nicht ohne früh. Aber die Wikipedia weiß auch, dass es hier um einen Kampfbegriff geht. Das steht da auch in der Wikipedia direkt in der Definition von Frühsexualisierung. Und hier können wir sehen,
wie die Trends sind, wann das so auftaucht. 2006, 2007 gibt es die Diskussion zunächst in der Schweiz, dadurch dieser erste starke Ausschlag. Und dann gibt es da nochmal so Ausschläge. Und dann ab 2011 immer mehr das Thema Frühsexualisierung, weil das eben auch von rechtspopulistischen Parteien immer vorgebracht wird. Mein Bildungsplan in Hessen, Bildungsplan in Baden-Württemberg, da wird jetzt gesagt, also Sexualkunde für Pubertierende, das ist eben Frühsexualisierung. Gemeint ist da aber, ich meine, das steckt in dem Wort Frühsexualisierung drin, warum früh? Früh eben, weil man da irgendwie so andeuten will, dass es vielleicht irgendwie was mit Verführung von Kindern zu tun hat. Da sind wir dann so im pädophilen Bereich. Also das soll auf jeden Fall stigmatisiert werden. Und es geht einfach nur um Sexualkunde. Das ist eben hier der Begriff, der eingesetzt wird, um dagegen zu opponieren. Dann das Wort völkisch, das plötzlich in die Diskussion kam, wo dann Frau Petri sagte, das Wort völkisch muss jetzt wieder benutzbar sein. Da muss man sich natürlich angucken, wo das herkommt. Das erklärt uns dieser Philosoph, Johann Gottlieb Fichte, also am Anfang des 19. Jahrhunderts. Das Wort völkisch ist nämlich für ihn eine Lehnübersetzung für das Wort deutsch. Und zwar Deutsch ist ja abgeleitet aus Althochdeutsch diota plus Adjektivendung isk. Also gibt es so eine Form wie jütisch, jütsch, aus der dann Deutsch sich weiterentwickelt. Und im Volk und Lich oder Volk und Isch ist das eigentlich. Deshalb volkisch oder völkisch. Es wird dann in der Folge im 19. und 20. Jahrhundert verwendet für national, also Übersetzung für national, weil man da eben der Meinung war, man muss für national auch ein deutsches Wort haben. Aber dadurch, dass es im Grunde so eine Lehnübersetzung für Deutsch ist, ist es halt insbesondere mit Bezug auf Deutschland verwendet. Und es geht dann im 20. Jahrhundert los, das ist hier Google Engrams, also während des Ersten Weltkriegs, dass man hier eben besonders in antisemitischen Zirkeln das Wort völkisch benutzt, eben auch in der Bedeutung nicht jüdisch. Und man sieht also ganz deutlich durch den Ausschlag um 1940 herum, dass es sich eben um einen Terminus handelt, der im Nationalsozialismus eine besondere Bedeutung hat. Dass das dann nachher noch kommt, hängt natürlich auch damit zusammen, dass in Büchern der Nationalsozialismus aufbearbeitet wird. Wenn wir uns jetzt die Trends anschauen, heute, völkisch poppt da einmal auf. 2016, das ist eben genau der Punkt, wo das in die Diskussion geworfen wird. Dann gibt es dann auch so ein bisschen weitere Diskussionen zu völkisch und dann verschwindet es eigentlich wieder. Also man sieht, dass hier ein Wort verwendet wird, was eigentlich keinen Erfolg hat, und dann eben auch gleich wieder verschwindet. Ein bisschen anders sieht es mit einem anderen Nazi-Terminus aus, dem Terminus Umvolkung. Das freut sich dann doch weiterhin einer gewissen Beliebtheit und wird aber auch umgedeutet. Das bedeutet etwas anderes, als es vor allen Dingen um 1940 bedeutet hat. Denn da ging es darum, dass es, ich komme gleich drauf. Also was jetzt passiert ist in neuerer Zeit, dass Umvolkung eintritt als Verstärkung, das ist auch stärker als Überfremdung. Also zunächst mal wird das Wort Überfremdung verwendet, das war auch Unwort 1993 und stattdessen in den rechten Kreisen wird jetzt das Wort Umvolkung verwendet. Also ein Wort, was aus der nationalsozialistischen Volkstumspolitik stammt. Hier ist auch der Erfinder des Konzepts, Albert Brackmann, ein Historiker, der für die sogenannte Ausbreitung nach Osten, also Deutsche sollen nach Osten gehen, eben vorschlägt, dass dort eben alles wieder deutsch werden soll. Das nennt man auch Germanisierung, Germanization oder eben Umvolkung. Da sollen eben Leute zu Deutschen gemacht werden, die eben vielleicht jetzt schon slavisiert worden sind. Also solche Vorstellungen stecken dahinter. Und jetzt wird es aber ganz anders verwendet. Und das kommt wieder auf in Österreich und Deutschland schon um 2012 herum. Und da geht es nun darum, dass angeblich in Deutschland und Österreich eine sogenannte Umvolkung stattfindet, dadurch, dass eben Menschen
also Ausländer hinkommen und dadurch sich der, das Volk eben verändert, nicht mehr deutsch wird, sondern ersetzt wird. Wir hören da gleich auch noch einen Text dazu. Das heißt also, Umvolkung hat sowas mit einer Opferrolle zu tun. Also jetzt plötzlich sind die Deutschen Opfer einer vorgeblichen Umvolkung. Und das hören wir uns jetzt an von einer Demo in Dresden. Da sehen wir erstmal Plakate, die sind schon ganz interessant. Und dann hören wir, wie das abläuft mit der Umvolkung. Und hier wird uns auch wieder eine Wahrheit präsentiert. Also wir erfahren jetzt von dem Gesprächspartner, was wirklich in Wahrheit seiner Meinung nach vor sich geht. Was ist denn Ihre Forderung? Sie sagten ja, die berechtigten Forderungen kann ich Ihnen sagen. Man muss erstmal die Leute aufklären, dass wir kein souveränes Land sind mit keiner souveränen Regierung. Dass die Befehle aus Tel Aviv und Washington kommen. Und die USA wird wieder regiert von der AIPAC, einer jüdischen Lobby. Das hat nichts mit rechtslastig zu tun, das ist Tatsache. Ein Herr Soros finanziert die Republikaner. Die Demokraten finanzieren die Demokraten. Und jetzt frage ich Sie, mit welchem Recht wird die Bevölkerung ausgetauscht, obwohl die Bedürfnisse der Wirtschaft und Gesellschaft nicht gegeben sind, wenn hier auch Akademiker sich vom Praktikum zu Praktikum hangeln müssen. Und das auf eine freie Stelle, das ist der Traum der globalen Wirtschaftslobby. Sich nicht nur 10 bewerben, sondern möglichst 1000. Was muss sich denn ändern? Wie bitte? Wie soll sich das denn ändern, Ihrer Meinung nach? Kann ich Ihnen sagen, indem man erstmal genau schaut, was von Menschen herkommen. Ich wurde vor ein paar Tagen diffamiert, weil ich gesagt hatte, man müsste schon im Mittelmeer die Flüchtlinge abfangen und den Flüchtlingsstatus aberkennen. Wissen Sie, was man zu mir gesagt hat? Ich wäre ein Nazi. Das Gleiche praktiziert die australische Regierung. Sind jetzt die Australier alle Nazis? So sieht's aus. Genau so sieht's aus. Denn die Flüchtlinge, die herkommen, denen muss man, wenn sie schon herkommen, eine Perspektive bieten. Und die sind nicht gegeben. Wir haben weder die Arbeitsplätze noch den Platz. Schauen Sie sich doch die westlichen Großstädte an. 70% kann man 80% sagen, sind doch keine Deutschen mehr. Ist das ein normaler Trend? Ich weiß es nicht. Ich habe nichts gegen andere Nationen und auch nichts gegen andere Kulturen. Aber es kann nicht sein, dass weil die ISIS, die ganzen Bürgerkriege werden von der USA angezettelt, manipuliert. Und die ganzen Wirtschaftsflüchtlinge, die sind ja selber entwurzelt und sind ihre Heimat bestohlen. Und wenn sie das bringen, dann bin ich gespannt, ob sie noch ihren Arbeitsplatz behalten. Danke. Ja. Ja, also jetzt wissen wir Bescheid. Endlich die Wahrheit, ne? Die vielleicht doch nicht Wahrheit ist. Im Übrigen kann man sagen, also George Soros hat gegen Bush gespendet, also nicht für die Republikaner. Das ist ein bisschen ungarischstämmiger Amerikaner. Soros ist übrigens ein Esperanto-Name, nebenbei erwähnt. Aber wie auch immer, also es stimmt alles irgendwie nur so halb und ist eh eine Verschwörungstheorie. Gut, aber man versucht, also der Sprecher hier versucht irgendwie hinter die Wirklichkeit zu kommen und das versucht man tatsächlich auch in rechten Kreisen mit Linguistik. Es wird gerne Etymologie betrieben, also die Wortherkunft schaut man sich näher an. Und in der Linguistik gibt es einen Ausdruck, der sehr passend ist durch die neuere Entwicklung. Das ist allerdings ein Ausdruck, der schon aus dem 19. Jahrhundert stammt. Falsche Etymologie. Oder irrige Etymologie wird als Volksetymologie bezeichnet. Und das passt hier einfach sehr schön. Denn die Ausführung, dass völkisch einfach nur das Adjektiv zu Volk sei, ist eben Volksetymologie. Wir haben ja vorhin gehört, dass es damit ganz andere Dinge auf sich hat. Oder ist auch, glaube ich, allgemein bekannt, die Geschichte, gerade hier dieser Herr, der sagte, Deutschland sei kein souveräner Staat, wird das sicherlich auch begründen können mit dem Personalausweis. Weil man sagt hier, Personal ist ja klar, Personal, das ist eine Firma mit Personal. Deshalb gibt es Personalausweise. Und man verkennt natürlich, dass es hier etymologisch nicht passt. Das Erstglied von Personalausweis ist natürlich abgeleitet von Personalien, also Informationen über Personen und nicht von Personal. Gut, die Frage ist jetzt, wie sieht die Zukunft aus? Und die Frage ist, ob die Zukunft tatsächlich den Populisten gehört. Und der Sache wollen wir jetzt mal nachgehen mit jemandem, der sich auch als Populist zumindest hier qualifiziert. Hören wir uns mal an. Was er zu sagen hat,
Die Leser unseres Blogs neusprech.org kennen schon die Auflösung, weil ich versehentlich den Artikel schon vor der Veranstaltung veröffentlicht habe. Aber wir werden gleich noch sehen, dass nach der Veröffentlichung des Artikels sogar noch was passiert. Aber erstmal da. Wir sind der festen Überzeugung, dass diese große historische Aufgabe, die Integration von Flüchtlingen in unserem Land, dass auch die Zustimmung der Bevölkerung nicht auf Dauer zu haben sind, wenn wir nicht zu einer Obergrenze für die Zuwanderung bei den Flüchtlingen kommen. Ja, dann der Applaus dafür. Offenbar sind alle der Meinung. Der Horst Seehofer und Angela Merkel, oder Angela Merkel, Entschuldigung, und Horst Seehofer haben noch immer für alles eine Lösung gefunden. Wenn das dein Motto in den nächsten Wochen ist, dann bist du wieder herzlich eingeladen. Hast du damit ja. Ja, den Rest muss ich noch zeigen. Also es ging um die Obergrenze. Obergrenze, ne? Das ist der entscheidende Punkt. Und man hört Obergrenze und denkt jetzt, aha, also rechte Kreise denken, ja, der Seehofer will halt irgendwie die Flüchtlinge raushaben oder weniger davon haben oder zumindest begrenzen. Und dann wählen solche Leute vielleicht doch die CSU, die das wollen. Aber er meint was anderes. Wir haben das am 7. Dezember im Blog veröffentlicht und am 14. Dezember, das ist das folgende Interview, erklärt Horst Seehofer, was er meint. Nur wird es wieder nicht richtig deutlich, weil es dann überdeckt wird durch andere Aussagen, die dann tatsächlich überall in der Presse erscheinen. Aber was er eigentlich meint mit der Obergrenze, wird nicht richtig deutlich. Und das erklärt, warum er auch so weit gehen kann mit dieser Forderung. Wir hören uns das mal an. Man in Essen, und zwar nicht nur die Kanzlerin, sondern eigentlich sehr viele in der Partei ganz klar gesagt hat, eine Obergrenze wird es nicht geben. Jetzt hatten Sie gesagt, die muss in den Koalitionsvertrag. Würden Sie also wirklich lieber in der Opposition sein, als einen Koalitionsvertrag zu unterschreiben ohne Obergrenze? Schauen Sie, seitdem ich Politik betreibe, höre ich immer, das geht nicht und das wird nicht kommen und es kommt dann doch. Ich habe mehrere solche Stationen hinter mir. Ein sehr schönes Erlebnis war jetzt letzte Woche. Wir haben ja seit über einem Jahr der Bundesregierung angeboten, dass sich bayerische Polizeibeamte an den Grenzkontrollen zwischen Österreich und Deutschland beteiligen. Das ist über ein Jahr lang abgelehnt worden, geht nicht, kommt nicht. Und jetzt sind wir gebeten worden, das zu machen. Wir tun es auch. Ja, so, und hier wird es genauso sein. Wir werden zu einer Begrenzung, auch zu einer Obergrenze kommen. Und das wird ein ganz wichtiger Punkt für die CSU. Also nur, um Sie da richtig zu verstehen. Wahlprogramm. Frau Hassel, und wir garantieren der Bevölkerung für den Fall, dass wir uns an einer Regierung beteiligen können, zunächst muss ja die Bevölkerung entscheiden, ob dies möglich ist, werden wir garantieren der Bevölkerung, dass wir dafür sorgen, dass dies in die Regierungspolitik Einzug hält für die nächste Legislatur. Also wie die Maut. Also erst Maut, glauben Sie, dass die Obergrenze wie die Maut irgendwann wird die größere Schwester mürbe und dann kommt es doch in den Koalitionsvertrag? Wird, sondern weil es eine Übereinstimmung gibt. Ich habe ja auch an andere Dinge, Kopfpauschale im Gesundheitswesen war auch so ein Fall. Da hieß es immer, kommt. CDU hat es auf ihrem Parteitag beschlossen gegen eine Stimme, aber es ist nie gekommen, weil es auch ungerecht gewesen wäre. Und hier müssen wir doch sehen, dass wir unsere Aufgaben mit der Zuwanderung, die übrigens noch viele, viele Jahre anhalten wird, die Zuwanderung nach Europa und damit schwerpunktmäßig nach Deutschland, dass wir diese Aufgaben der Integration, der Gewährleistung der Sicherheit im Lande nur der Bevölkerung versprechen können, dass wir sie schaffen, wenn wir die Zuwanderung jährlich begrenzen. Die Begrenzung ist eine Voraussetzung für die Humanität und für die Integration. Aber Herr Seehofer, gut, also Obergrenze. Was hat es damit auf sich und warum kann er so weit gehen und sagen, ja, das können wir, das muss dann als Garantie, also wir garantieren, dass das reinkommt. Naja, er hat es hier deutlich gesagt. Er hat nämlich gesagt, es geht um eine Obergrenze der Zuwanderung. Zuwanderung ist aber was anderes als Flüchtlinge. Bei Zuwanderung geht es tatsächlich dann darum, dass Leute halt integriert werden und Deutsche werden. Und das will er begrenzen. Das ist aber eigentlich sonst nicht das Thema. Aber das hören eben Leute, die aus rechtspopulistischen Kreisen kommen oder aus rechten Kreisen kommen, nicht, sondern sie hören, Begrenzung
keine Flüchtlinge, wunderbar, dann passt das. Aber es geht eben nicht um die Begrenzung der Flüchtlinge, denen will man dann schon irgendwie umgehen. Die CSU fordert ja auch sowas wie Transitzonen und so. Also ist ja nicht ganz klar, wie das dann laufen soll. Aber es geht um die Zuwanderung. Aber dadurch, dass er Begrenzung und Obergrenze sagt, kommt die Botschaft an, die CSU tut was gegen Flüchtlinge, was sie eigentlich nicht tut. Und deshalb ist das eben auch kein Problem mit dem Verfassungsrecht, weil man ja nur über Integration und Einwanderung, Zuwanderung spricht und nicht über Flüchtlinge. Und deshalb kann er ja auch solche vollmundigen Garantien ankündigen. Also die Leute hören etwas anderes, als er eigentlich sagt. Und das ist schon irgendwo bedenklich. Ja, ein anderes Wort, das ich in einer Talkshow aufgeschnappt habe und was so ein bisschen zeigt, dass irgendwas seltsam ist, ist dieses: Multikulti ist gescheitert. Multikulti. Was ist Multikulti überhaupt für ein Wort? Müsste ein Substantiv an der Stelle sein, aber man kann keinen Artikel davor setzen. Der, die, das Multikulti ist so ähnlich wie der, die, das Cyber. Cyber ist wie Multikulti. Und da ich mit Cyber und Multikulti jetzt schon zwei solche Wörter habe, brauchen wir eine Kategorie. Also ich nenne die Pseudosubstantive, also die irgendwie ja schwer als Substantive zu beschreiben sind und deshalb ist auch nicht ganz klar, was sie bedeuten. Ja, anderes Wort, was ich so ein bisschen auch als mein persönliches Wort, oder ist nicht mal ein Wort, sondern ein Wortteil des Jahres ansehe, ist kritisch. Denn das zeigt offenbar, dass Populismus sich verbreitet, dass populistische Argumentationsweisen eben tatsächlich irgendwie ankommen. Also das liest man, was jetzt kommt, in Zeitungen, dann auch die Zeitungen nennen. Asylkritisch war im Fokus in der Welt. Zuwanderungskritisch, nee, ich glaube, die schwulenkritischen Äußerungen hatte ich auch mehrfach, auch, glaube ich, Fokus. Also man kann das leicht herausfinden, indem man nach diesen Wörtern googelt. Also das sind Wörter, die man so in der Presse findet. Und die sind natürlich schon irgendwie falsch. Also es gibt sowas wie Religionskritik. Das ist üblicherweise das, was Angehörige einer Religion machen, weil sie herausfinden wollen, was jetzt der wahre Glaube ist. Also kritisch im griechischen Sinne, dass man siebt und das Gute raussieht. Aber darum geht es natürlich nicht. Weil islamkritisch lehnt man einfach Islam ab, den Islam ab und ist nicht kritisch damit, dass gewisse Glaubensgrundsätze richtig sein sollen und andere nicht. Bei asylkritisch wird auch nicht gesagt, na ja, vielleicht sind die Asylbedingungen nicht gut, sondern man lehnt Asyl ab. Und bei Zuwanderung wird Zuwanderung abgelehnt. Oder bei Schwulen kritisch, da geht es ja nicht darum, dass bestimmte Aspekte des Schwulseins vielleicht authentischer sind als andere, sondern ja, wird halt abgelehnt. Also es ist der Ersatz für feindlich. Also gemeint ist schwulenfeindlich, islamfeindlich, zuwanderungsfeindlich, aber es wird nicht feindlich verwendet, sondern kritisch. Also ein abgeschwächter Begriff, und das ist normale Pressesprache. Und das ist vielleicht ein Problem. Das Gleiche mit den besorgten Bürgern oder besorgte Eltern. Auch etwas, was man ganz normal in der Zeitung liest oder in der Tagesschau hört. Und niemand hinterfragt das. Interessant ist übrigens, dass besorgte Bürger selten gegendert wird. Offenbar. Da ist schon was Seltsames. Das ist offensichtlich als Ganzes lexikalisiert und bedeutet was anderes, nämlich möglicherweise Ausländerfeinde, Rassisten. Und besorgte Eltern sind möglicherweise Schwulenfeinde. Gut, dann kommen wir zum Wort postfaktisch, was ja auch Wort des Jahres ist. Und Fefe hat mich vorher gefragt, was der Unterschied zwischen Lügenpresse, postfaktisch und Fake News ist. Und klar, Lügenpresse ist aus dem Vokabular der Rechten, das haben wir vorhin schon gesehen. Da ist Fake News vielleicht neutral, aber Fake News wie postfaktisch sind natürlich Abschwächungen. Bei Fake News ist ja eigentlich ist gar keine News, sondern falsche Information, Propaganda, und trotzdem sagt man Fake News. Und postfaktisch ist sogar noch eine stärkere Abschwächung, denn es geht ja wieder um Propaganda und Lügen, aber es wird nicht von Lüge gesprochen, sondern von postfaktisch. Interessant ist, wo das Wort herkommt.
Das Wort kommt tatsächlich, hat so einen philosophisch-erkenntnistheoretischen Hintergrund. Da geht es nämlich um sogenannte Postfaktum-Erklärungen. Also Erklärungen, die man nur im Nachhinein geben kann. Wird immer so hingestellt in der Erkenntnistheorie als wichtiger Unterschied zwischen den Naturwissenschaften und den Geisteswissenschaften. In Naturwissenschaften hat man Erklärungen, mit denen man Dinge vorhersagen kann. Sie sind dann, kann man das antefaktisch bezeichnen oder präfaktisch. Nein, so wird es nicht gesagt. Es wird antefaktum, postfaktum gesagt, meistens mit den lateinischen Wörtern. Und postfaktisch, also Postfaktum-Erklärungen, normalerweise sind solche Erklärungen in den Geisteswissenschaften, die man nur hinterher hat, dann ist das alles plausibel. Aber vorher kann man Dinge nicht vorhersagen. Das hat was damit zu tun, dass das natürlich gegen kulturell und Phänomene der dritten Hand, die halt nicht vorhersagbar sind. Das ist eigentlich die Herkunft, also von daher kennt Angela Merkel als Physikerin wahrscheinlich den Begriff Postfaktum-Erklärung und kann das dann verwenden. Interessant ist jetzt, dass, also man sagt ja, postfaktisch ist eine Übersetzung von Post-Truth. Und hier ist ganz schön auch wieder die Verteilung bei Google Trends zu sehen. Post-Truth taucht das erste Mal in einem New York Times Artikel im August, ich glaube am 24. August 2016, und dann kommt es zu einer Wiederaufnahme im Economist, das sieht man da auch beim Ausschlag, nochmal im September, ich glaube um den 17. September. Dann wird das so ein bisschen aufgegriffen, auch auf Deutsch, postfaktisch taucht das erste Mal auf, ist aber noch relativ unbedeutend, bis es dann nochmal, also es ist nochmal, jetzt nochmal am Post-Truth im Zusammenhang mit der Wahl von Trump, und danach ist Post-Truth schon weg, taucht gar nicht mehr auf. Und dann sagt die Bundeskanzlerin postfaktisch, alle googeln das, und deshalb ist das da plötzlich hoch und bleibt auch relativ hoch, weil es ja dann Wort des Jahres wird, kann man dann auch wieder den Ausschlag sehen. Also man sieht sehr deutlich, dass das hier eine gewisse Bedeutung hat, die sogar den Gebrauch von Post-Truth übersteigt, denn Post-Truth, also ich habe hier die nicht die Deutschland-Trends genommen, sondern die weltweiten Trends. Da würde man eigentlich erwarten, dass Post-Truth viel höher ist, aber das ist gar nicht der Fall, sondern postfaktisch ist wird sehr viel stärker verwendet. Ja, und das Problem mit postfaktisch ist eben tatsächlich, dass es eben Dinge verharmlost und eben praktisch Lüge oder kontrafaktisches Falsches als postfaktisch darstellt und damit eben abschwächt. Aber auch das ist jetzt ein Begriff, der verwendet wird von allen. Also auch hier auf dem Kongress habe ich das öfter gehört und man liest das jetzt immer wieder, postfaktisch. Und eigentlich ist das nicht ganz zutreffend. Und ich finde, da, wo der politische Gegner halt aufrüstet, da sollte man nicht drauf reinfallen und solche Sachen übernehmen, sondern vielleicht auch die Dinge mit stärkeren Worten benennen, eben zum Beispiel von kontrafaktisch und Lüge sprechen. Und das möchte ich so ein bisschen als Empfehlung mit auf den Weg geben. Also auf der einen Seite die Kunst. Danke. Auf der einen Seite die Konzepte hinterfragen, also wenn jemand kommt und mit einem diskutieren will. Ich hatte so eine Podiumsdiskussion, die auch leider nicht so gut gelaufen ist. Deshalb empfehle ich nicht, das Video anzuschauen im September, wo ich auf einem Podium saß, wo es um Queerpolitik in Berlin ging und wo auch ein Vertreter einer rechten Partei saß, der dann eben auch gleich losgewettert hat, dass eben auf der einen Seite natürlich die Flüchtlinge das queere Leben zerstören werden und deshalb zum Schutz von Schwulen und Lesben was tun muss gegen die Flüchtlinge. Auf der anderen Seite dann aber auch gesagt, ja, die Frühsexualisierung, das lehnen wir ab. Also das, man muss den Kindern ja nicht beibringen, dass irgendwie es verschiedene Lebensweisen gibt. Also so eine Doppelargumentation. Einmal schwulenfeindlich und einmal sozusagen, tatsächlich ausländerfeindlich, aber pro Schwule und Lesben. Und da muss man eben tatsächlich mal hinterfragen, was ist eigentlich gemeint hier mit diesen Argumentationen? Was ist gemeint, wenn dann jemand sagt, ja, wir sind
ja, wir sind kritisch gegen Einwanderung und so, dann vielleicht mal direkt auch darauf ansprechen. Oder wenn jemand sagt, ne, die Wahrheit wird unterdrückt, wie wir das gesehen haben, dann eben mal fragen, was denn für eine Wahrheit. Ich glaube, dass man da viel erreichen kann und dass man insgesamt viel erreichen kann, indem man eben tatsächlich auch sich etwas genauer überlegt, was man sagt. Ne? Also nicht Sprachfaschismus oder so, dass irgendwas verboten ist, sondern dass eben Leute wirklich bewusster sprechen. Ich denke, das würde an dieser Stelle schon helfen. Ja, damit bin ich fertig. Danke. Oh, ihr kennt euch aus. Noch nicht rausrennen. So schnell sind wir nicht. Jetzt gibt's nämlich noch Fragen und Antworten. Wer von euch hat denn Fragen? Beziehungsweise das Internet? Kommen da schon welche? Es kommen gerade welche rein. Geht WLAN wieder nicht, ja? Es dauert immer etwas mit dem Internet. Ach so. Na gut. Bitte, dann die zwei. Ja. Ja. Hast du dich schon mit dem ziemlich skurrilen Begriff Biodeutsch befasst? Ja. Bei meinen Recherchen ist mir der auch untergekommen und ich muss sagen, ich habe ihn dann nicht mehr berücksichtigt, aber das ist natürlich auch ein sehr interessanter Begriff, weil man natürlich Komposita mit Bio zunächst mal, da stellt man sich was anderes vor, aber Bio ist natürlich auch immer positiv besetzt, ne? Auch da, wo es gar nicht passt, bei Biodiesel zum Beispiel, aber hier bedeutet natürlich Bio-Deutsch was anderes, nämlich ja eben genau sowas wie autochthon oder seit mehreren Generationen in Deutschland, was ja auch nie passt. Also das ist einfach, diese Argumentation ist seltsam. Und also Nationalität als erbbare Eigenschaft. Genau. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ich habe den Begriff dann nicht weiter aufgenommen hier in meinen Untersuchungskorpus, weil ich nicht genau weiß, was man davon halten soll. Also ich suche natürlich immer Belege und gucke mir die an und es ist mir unklar, wer das verwendet und was genau beabsichtigt ist. Also ich habe es sowohl in Blogs gefunden, also nicht so sehr in den traditionellen Medien, die man der rechten Szene zurechnet. Ich habe es aber auch in Blogs gefunden, die nun gar nicht der rechten Szene zuzurechnen sind. Also da handelt es sich vielleicht um ein Wort, dessen genaue Zuordnung noch nicht klar ist. Und deshalb habe ich es einfach erstmal beiseite gestellt. Er meint, er weiß was dazu. Ich weiß da was zu, und zwar habe ich da vor 3-4 Jahren mal geguckt. Der Erste, der dieses Wort verwendet hat, war der Grünen-Politiker Cem Özdemir. So viel dazu. Aha. Ja, ich gehe der Sache nochmal nach. Gibt es ein rhetorisches Pattern, das man verwenden kann, wenn man Menschen gegenüber sitzt, die sich zwar ständig in Widersprüchen äußern, aber trotzdem sehr polemisch argumentieren und also mir fehlt gerade das Wort. Also ja, wie ist das rhetorische Pattern, um sozusagen doch trotzdem in ein Gespräch einzusteigen oder soll man einfach weggehen? Ja. Also im Zweifel weggehen. Das ist halt diese Geschichte mit der Filterblase. Dadurch, dass viele Wörter eine etwas andere Bedeutung haben, gibt's da wenig Verständigungsmöglichkeiten. Denn um sich zu verstehen, muss man die gleiche semantische Grundlage haben. Aber wenn der eine mit Demokratie sowas meint wie, ja, jetzt sind wir mal dran, und der andere mit Demokratie meint, das ist jetzt das System mit der Verantwortungsdelegation und so, dann kann man sich nicht verständigen, wenn man das gleiche Wort gebraucht. Aber da sieht man auch die Strategie. Man muss da nochmal genau nachfragen, was ist denn eigentlich mit Demokratie gemeint? Also wenn man das will, also man kann auch weggehen unter Umständen. Also was ist mit Demokratie gemeint? Oder wie hier die Journalistin das wirklich sehr, sehr gut macht, die dann sagt, ja, was ist denn ihre Wahrheit? Und wenn dann gesagt wird, ja, nö, nicht ihre, dann nochmal nachfragen. Und dann sagt sie, ja, hören Sie da. Und dann kann man sich vielleicht eher eine Meinung bilden. Oder dieser eine, ich habe nur einen Ausschnitt gezeigt, der ist noch ein bisschen länger, man kann sich das ja im Internet anschauen.
da wird dann nochmal gefragt, was meinen Sie denn? Und dann sagt er ja, die Wahrheit ist, dass die USA uns steuert. Ne? Dann kommt man der Sache schon näher. Also ich denke, man sollte immer wieder nachfragen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Strategie. Also wer fragt, der führt, und dann spitz reingehen, wenn man sich's traut und aushält, ohne emotional auszuflippen. Genau, ja. Einmal die Frage aus dem Internet, bitte. Es gibt mehrere Fragen. Die erste ist, sind Bezeichnungen wie postfaktisch und Verschwörungstheorie nicht eher schädlich für eine Demokratie, da man damit sehr leicht Diskussionen abwürgen kann und damit so den Diskurs schnell beendet? Ja, du bist drauf. Ich bin drauf? Ach so, ja, so ist auch leichter. Ja, also das ist wirklich eine schwierige Frage. Also ich glaube nicht, dass ich denke, postfaktisch ist einfach wirklich ein gelogenes Wort. Sollte man wirklich vermeiden. Ich glaube nicht, dass dadurch eine Diskussion beendet ist. Es ist ja gerade so, wenn man solche weichgespülten, also Euphemismen verwendet, das ist auch etwas, was vielleicht sogar die Diskussion in Gange hält. Die Frage ist nur, will man sowas wirklich verwenden? Klar, ich verstehe ja die Frage so, dass man sagt, ach, das ist alles postfaktisch, also alles gelogen, und damit halt den Diskurs beendet. Ja, das ist kann man machen. Also wie gesagt, das hängt vom Interesse ab, wie viel Zeit man investieren will, wie viel Emotionen man investieren will. Durch diese Einigelung, auch semantische Einigelung von bestimmten Sprecherinnen und Sprechern, kann man im Grunde ganz schlecht diskutieren. Deshalb muss man sich zunächst mal über die Konzepte verständigen. Und das ist, wenn man diskutieren will, glaube ich, der beste Weg. Aber es ist halt ganz schwierig. Deshalb auch wirklich die Empfehlung, manchmal ist es auch besser, gar nicht weiter zu diskutieren. Mikrofon 3, bitte. Ja, zu dem Begriff postfaktisch habe ich noch eine Frage oder anzumerken. Das kommt ja von einem Artikel aus dem Economist, und da ging es um einen bestimmten Politikstil. Ja. Und bei diesem Politikstil ging es doch darum, dass die Fakten anscheinend gar keine Rolle mehr spielen. Ja. Und dass es nur noch um Emotionen geht. Also wo geht es jetzt um Unwahrheit oder geht es um einen anderen Art von Politikstil? Ja, richtig. Im Economist-Artikel geht es um den Politikstil. Da ist ja das Wort Post-Truth verwendet, was mit postfaktisch dann übersetzt wird. Aber gemeint ist schon, dass die Politik, die dort gemacht wird, also es geht sicherlich um den Politikstil, aber die Verwendung von postfaktisch ist dann, insbesondere im Deutschen, nochmal eine andere. Da geht es schon um, also das steht schon in einem Verhältnis zu Fake News. Ne? Obwohl zunächst nur der Politikstil beschrieben wird. Da kann man sagen, gut, das geht noch bei dem Politikstil. Das ist halt ein Politikstil, der jetzt anders ist, weil es nur um Gefühle geht. Aber damit sind wir natürlich mitten auch im Populismus. Denn Populismus ist halt das Arbeiten mit Gefühlen und nicht mehr mit Argumenten. Also ich würde gar nicht so sehr sagen, dass es um Fakten geht, sondern es geht um Argumente und Gefühle, die gegenübergestellt werden. Und der neue Politikstil ist halt einer, der mit Gefühlen arbeitet und damit eben populistisch ist. Das hatte ich ja am Anfang, also Schüren von Ängsten, ne, einfache Gewissheiten. Die einfache Gewissheit führt dann auch zu einem gewissen Wohlfühlen. Denn ich weiß ja, wie es geht. Ich brauche nur das bedingungslose Grundeinkommen und alles wird schön. Ich habe jetzt hier die Gewissheit. Also wie gesagt, ich bin ein Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens. Nur das hinzustellen als einzige, als Allheilmittel, als allein selig machen, ist natürlich nicht die Lösung. Und das ist eben genau dieses Arbeiten mit Gefühlen, was man eigentlich nicht will. Das basiert nicht auf Fakten. Aber die Verwendung von postfaktisch ist jetzt schon relativ synonym mit Fake News. Also da geht es schon um Äußerungen. Deshalb, die kann man dann auch wirklich Lüge nennen. Mikrofon 4, bitte. Hallo, du hast gerade verschiedene Begriffe gezeigt, wie Flüchtlingsschwemme, Flüchtlingskrise und so weiter. Mir ist in den letzten Wochen aufgefallen, dass das Wort Flüchtlingsfrage in den Medien oft verwendet wird. Ja. Und das erinnert mich ein bisschen an Judenfrage. So ist das so die einzige Verbindung, die ich habe. Ja, und ich warte noch drauf, dass wir jetzt von der Endlösung der Flüchtlingsfrage irgendwie reden. Ja, also. Mhm.
Ein sehr interessanter Punkt, weil tatsächlich, also ich glaube, du hast recht. Aber das hast du in die Leute, und rechten Medien. Ne? Also. Ich muss mal nach den Kontexten von Flüchtlingsfrage suchen. Es könnte in der Tat so sein, dass das jemand aufgebracht hat, genau mit dieser Assoziation, die ich auch habe. Aber natürlich ist Frage noch neutraler als Krise, sodass möglicherweise Leute das Wort Flüchtlingsfrage übernehmen, weil sie denken, ja, Krise ist mir jetzt zu reißerisch, sagen wir doch lieber Flüchtlingsfrage. Und im Grunde, und das ist einfach das Perfide an dem Wort, weckt das die Assoziation tatsächlich zu Judenfrage, genau. Also das muss ich mir anschauen, das ist eine super Beobachtung, das war mir noch nicht aufgefallen. Ja. Gut, danke. Eine Frage aus dem Internet. Die Frage lautet, was ist deiner Meinung nach die Ursache für die Verschiebung der Argumentation weg von Fakten hin zu einer emotionalen Variante? Na, der Hintergrund ist eine Strategie. Also vielleicht habe ich das nicht deutlich genug gemacht. Also sind hier Leute, die tatsächlich eine Strategie haben. Das wird ja überlegt. Ich meine, ich wollte jetzt nicht so sehr die Äußerungen von bestimmten Parteimitgliedern bringen, denen man vielleicht hier nicht eine Plattform bieten will. Aber die sagen ja auch tatsächlich, wir wollen provozieren. Das ist unsere Strategie. Und auf der anderen Seite, wir wollen in diesen Diskurs kommen. Also es gibt so eine Doppelstrategie. Auf der einen Seite auch die Wiederaufnahme durch die Medien, das macht man mit diesen Termini, die dann so ein bisschen harmlos daherkommen. Und auf der anderen Seite die Provokation, indem man dann mal sagt, ja, völkisch muss wieder normales Wort sein, was es nie war. Mikro 2, bitte. Ich habe in letzter Zeit öfter die Kritik gehört, dass irgendwie ein öffentlicher Diskurs behindert werden oder eingeschränkt werden würde, indem Leute mit besonders starken Wörtern bezeichnet werden, die in dem Fall angeblich gar nicht zutreffen würden. Zum Beispiel, dass irgendjemand, der gegen die Ehe für alle ist, weil er irgendwie sagt, okay, Ehe sehe ich jetzt irgendwie zwischen Mann und Frau, aber es können ruhig alle Leute machen, was sie wollen, sie sollen es halt nur nicht ihr nennen, dass die als homophob bezeichnet werden würden. Was bezeichnet? Homophob zum Beispiel. Ne? Oder Leute als Rassisten bezeichnet werden würden, wo andere Leute sagen, okay, Rassismus ist Rassenideologie, ich sehe das gar nicht so, dass das Rassisten sind, etc. Und dass quasi so ein Diskurs behindert werden würde. Was ist Ihre Meinung dazu und wie könnte ich vielleicht darauf antworten, wenn ich das nicht so finde? Tja, das ist in der Tat eine schwierige Sache. Also, ich meine, ich habe ja auch hier vertreten, dass Leute, die an sowas sagen wie Schwulen kritisch, dass die vielleicht was anderes besser sagen sollten. Klar, das ist eine ganz schwierige Geschichte. Also man müsste sich dann genauer angucken, wer da spricht. Also manchmal, ich habe das ja vorhin schon gesagt, manchmal ist es gut, wenn man den Diskurs gar nicht erst aufnimmt. Dann ist es auch gut, wenn man gleich sagt, nee, also auf dieser Ebene möchte ich nicht diskutieren. Oder dass man halt hinterfragt, dass man nochmal fragt, wieso, was ist da eigentlich gemeint mit sowas, ich lehne die Ehe für alle ab oder ich bin für die Ehe für Mann und Frau, nur zwischen Mann und Frau. Natürlich kann man, wenn das jemand sagt, kann man schon sagen, dass diese Person irgendwo was gegen die gleichgeschlechtliche Ehe hat, also dieser feindlich gegenübersteht. Das ist ja dann nicht unbedingt das Ende eines Diskurses, aber ich glaube, dann zu sagen, dass so jemand Schwulen oder Lesben kritisch ist, ist, glaube ich, nicht zutreffend. Entschuldigung, ich muss das hier abbrechen. Ein Riesenapplaus für Martin Hasel.